Okay, ich starte einmal die Bildschirmfreigabe und gebe jetzt da, Moment, ich muss noch schauen, dass ich das einfach so hinkriege, dass man das alles sehen kann. Okay, ich glaube, so müsste das gut funktionieren. Ich brauche den ganzen Bildschirm, weil ich dann, wenn ich so Pop-ups habe, dann funktioniert das nicht, wenn ich nur ein Fenster aufmache. Okay, herzlich willkommen. Es geht jetzt bei dieser Präsentation um Vorlagenkurse für Mathematik in der Sekundarstufe 1. Es geht darum, dass, also ich gehe mal davon aus, dass jemand einen Individual-Account hat, dass die Schule einen Account hat, dass man da eine Schule zugewiesen ist und dass man weiß, wie man da Kurse einrichtet. Und da gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Also ich hatte bisher immer das Problem, ich bin, also zum einen bin ich überzeugt davon, es gibt keine andere Plattform, die da so viel kann wie Moodle, wie Edwin jetzt in dieser Form, wie sie existiert. Und ich habe gemerkt, dass das Problem bei Kolleginnen oft das ist, dass sie einfach überfordert sind mit der Vielfalt an Möglichkeiten, die es da auf Individual gibt. Und ich habe dann aus dem Grund beschlossen, dass ich so etwas wie Vorlagenkurse mache. Und diese Vorlagenkurse sind in der Zwischenzeit auch freigegeben. Das heißt, jeder, der quasi einen Schulaccount hat, jeder Lehrer, der einen Schulaccount hat, kann sich so einen Vorlagenkurs jetzt für die Sekundarstufe 1 in Mathematik und ich habe es auch für die AHS, das mache ich dann später, kann sich so einen Vorlagenkurs einfach einmal ansehen, kann den übernehmen in seinen Kurs und kann dann einfach selber entscheiden, welche Dinge er davon benutzen will, welche er verändern will, und so weiter. Also das ist einfach ein Service von meiner Seite, dass man hier einen Vorlagenkurs einmal einrichten kann. Und ich gehe jetzt einfach einmal her und werde so einen Vorlagenkurs präsentieren und sagen, was da alles drinnen ist. Das eine ist einmal, man kommt zu diesem Vorlagenkurs. Also ich bin hier jetzt in der Instanz meiner Schule mit den ganzen Kursen, die ich da habe. Und man kommt zu diesen Vorlagenkursen, indem man hier auf Ressourcenkatalog geht. Hier kann man dann die Mathematik auswählen. Und etwas, was leider nicht so ganz gut funktioniert, ist die Suchmaschine hier. Ich habe jetzt das ausprobiert. Am besten kommt man, wenn man nur Vorlage eingibt, dann findet man dort diese Vorlagenkurse Mathematik. Wenn ich Vorlage Mathematik eingebe, dann sucht er mehr nach Mathematik, dann kommt alles. Es kommt schon, aber es ist am geschicktesten, gibt man einfach die Vorlage ein und dann findet man hier dann Vorlagenkurse Mathematik. Wir haben dann jetzt für die Sekundarstufe 1, 2, 3, 4 dann diese Vorlagenkurse, von denen spreche ich jetzt. Ja. Okay, man kann das jetzt quasi anklicken und kann dann diesen Kurs dann importieren. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache, wenn ich da jetzt diesen Vorlagenkurs jetzt 2 zum Beispiel anklicke, dann habe ich hier rechts dann die Möglichkeit, dieses Lernpaket als Gesamtes zu kopieren. Okay? Also das ist einmal die eine Sache. Da gibt es jetzt diese Vorlagenkurse 1 bis 4, die man sich da einfach reinholen kann. Ich gehe da wieder zurück und möchte jetzt dann exemplarisch so, okay. So, ich muss da immer wieder ein bisschen, weil ich da nicht schalten kann. So, okay. Ich möchte jetzt exemplarisch so einen Vorlagenkurs, und zwar nehme ich jetzt einfach den Vorlagenkurs für die Mathematik in der zweiten Klasse einfach mal präsentieren. In der Unterstufe haben wir in Mathematik diese vier Inhaltsbereiche, die dann hier farblich gekennzeichnet sind mit Arithmetik. Dann mit, als nächstes kommt die Algebra, die ist dann eher kurz in der zweiten Klasse. Das wird dann in der dritten und vierten Klasse deutlich mehr. Die Geometrie und dann die Statistik. Ja.
Also die sind hier einfach abgebildet und Sie sehen hier, da ist jetzt einmal eine Menge drinnen an Materialien. Ja? So. Ich bespreche jetzt vier verschiedene Arten von Materialien, die da drinnen sind. Und zwar ist es grundsätzlich jetzt so eingeteilt, dass diese Materialien, Sie sehen da, die sind alle quasi verborgen. Weil das einfach so ist, dass wenn ich mache das in der Regel auch so, dass ich zu Beginn mir so einen Vorlagenkurs hole und dann gebe ich jeweils dann diese einzelnen Teile frei, die ich jetzt gerade verwenden will. Ja? Und erst dann sieht dann der Schüler, die Schülerin, sieht dann diese Aktivität oder diese Übung oder was auch immer. Erster Aspekt, den ich hier behandeln möchte, da habe ich so PDF-Files drinnen, die so Hintergrundinformationen beinhalten. Das sind zumeist Informationen, die in den Lehrbüchern als solche, wenn dann nur marginal drinnen stehen. Das sind so Hintergrundinformationen meist geschichtlicher Art und Weise. Ich mache da mal hier so etwas auf. Ja. Dann geht es jetzt hier um die Arithmetik, Teilbarkeit und Primzahlen. Da ist einfach so ein Text, den ich da zusammengeschrieben habe zu den Primzahlen und zur Teilbarkeit. Da haben wir da den Eratosthenes von Kyrene mit seinem Sieb und so weiter. Das ist da oben drinnen dann auch das Original vom Euklid, der ja der erste ist, der da sowas wie den Begriff der Primzahl geprägt hat und so weiter. Also das sind einfach so Informationen, die man da einfach dann mit den Schülern durchgehen kann, die man sie lesen lassen kann und wo man dann einfach mit ihnen darüber reden kann. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das Problem, also jetzt in der Unterstufe ist es eh noch nicht so ein massives Problem, aber je weiter sie dann Richtung dritte und vierte Klasse gehen, umso mehr ist das Problem, dass einfach die Motivation der Schüler und Schülerinnen enden wollen dies und dass sie einfach keine Ahnung haben, wozu sie das alles lernen, was sie da in Mathematik lernen. Ja. Und aus diesem Grund gibt es da von mir, Sie sehen da, es gibt immer wieder da diese Hintergrundinformationen. Ich blende da hier beispielsweise ein, so eine Geschichte vom X, die ich da einmal geschrieben habe, wo es einfach darum geht, dass die Schüler einfach ein bisschen erfahren, wieso die Mathematiker dazu gekommen, für eine Variable ein X zu verwenden. Ja? Und ich versuche da einfach das darzustellen, dass es hier darum geht, dass das eigentlich, das ist kein, hat keinen griechischen Ursprung, hat keinen römischen Ursprung, keinen lateinischen Ursprung, sondern es kommt eigentlich von den Arabern. Und erkläre das da einfach ein bisschen. Ich habe es versucht, da ein bisschen so geschichtenmäßig das Ganze zu erzählen, wie man da zu diesem X kommt. Ja? Okay, beziehungsweise, beziehungsweise geht es mir einfach darum, dass man einfach ein bisschen umfassender dann einfach Themen bespricht, wenn es zum Beispiel um das Thema Dreieck geht. Da habe ich einfach da ein bisschen was zusammengestellt zur Symbolik des Dreiecks, zur Symbolik der Dreizahl, wo das vor allem in unseren europäischen Kulturen eine besondere Rolle spielt. Das ist da einfach zusammengestellt. Das kann man einfach mit Schülern und Schülerinnen dann einfach ein bisschen durchgehen. Und in der Regel sind das schon Sachen, die zumindest einige wenige Schülerinnen da ansprechen und die sich da sehr interessiert zeigen. Ja? Also es geht irgendwie ja, um das Dreieck und so. Ich will das jetzt nicht durchgehen, aber das sind einfach so allgemeine Informationen, die durchaus auch von Interesse sind für Schüler und Schülerinnen. Und das ist jetzt durchgehend von der ersten bis zur vierten Klasse, habe ich da immer wieder so eine Art Hintergrundinformationen da drinnen, wo einfach Sachen, die ich mir im Laufe der Jahre dann einfach angeeignet habe, meistens Sachen, die ich nie im Studium gehört habe, aber von denen ich der Meinung bin, dass sie wichtig sind, dass man sie im Mathematikunterricht unterbringt. Ja? Also das ist einmal das Erste. Es gibt da so Hintergrundinformationen. Punkt 2.
es gibt da so Lektionen, die ich da drinnen habe. Die Lektionen sind entstanden aus sogenannten Itapas. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Lektion Teilbarkeit durch 3, 4 und 9. Ja. Ich gebe das jetzt einmal frei. Das sind gewissermaßen interaktive Lektionen, wo man als Lehrer jetzt entscheiden kann, man kann sich das jetzt anschauen, ob ich das jetzt machen will oder nicht machen will, ob ich es jetzt klassischerweise mache oder ob ich die Schüler da einfach daran arbeiten lasse. Ja. Dadurch, dass Moodle da, es gibt zwar eine Aktivität, die heißt Lektion in Moodle, aber die ist mir einfach ein bisschen zu wenig kindergerecht gewesen. Jetzt habe ich da einfach ein anderes Tool verwendet. Ja. Sie sehen hier dann zum Beispiel, da geht es einfach darum, um die Teilbarkeit durch 3, dass Sie einfach, Sie haben da eine Anzahl von so Kreisen, die Sie einfach zählen müssen. Und dann haben wir da 10, 20, 30, 50, dann haben wir da 54. Sie geben das einfach ein und sollten dann irgendwie selber draufkommen, was das bedeutet, da die Ziffernsumme. Die Ziffernsumme wäre in dem Fall 9. Ja. Und im zweiten habe ich dann 23 und dann habe ich da Ziffernsumme 5. Und dann können Sie das hier überprüfen. Das sind also so Sachen, die einfach auch so interaktiv funktionieren. Wenn ich auf Reset gehe, dann kriege ich da jetzt ganz andere Zahlen und kann das machen. Man sollte das so oft machen, bis ich dann imstande bin, dann sowas wie eine Regel dazu formulieren. Sie sehen, da geht es einfach darum, dass Sie einfach, da haben Sie irgendwie so einen Buchstabensalat und aus dem müssen Sie jetzt einfach die Regeln dann finden. Ja. Also so ist das gedacht. Diese Lektionen sind jetzt nicht unbedingt durchgehend. Ja. Was allerdings durchgehend ist, ich habe in diesem Vorlagenkurs im Prinzip den ganzen Jahresstoff immer drinnen. Ja. Also es ist drinnen, es ist nicht alles durch Lektionen abgedeckt, aber es ist im Prinzip alles durch so Übungen abgedeckt. Ja. Diese Lektionen sind so gedacht, dass Schüler und Schülerinnen das durchgehen, dass sie da quasi Rückmeldungen bekommen, ob es passt oder nicht passt. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, also das ist wirklich für die Schüler selber, eine Interaktion für die Schüler und Schülerinnen selber. Ja. Was ich hier nicht sehe, das ist, wie gut sie das gemacht haben. Das ist ja quasi diese Phase, wo sie sich diese Dinge aneignen sollen. Okay, ich zeige da noch eine zweite so eine Übung. Und zwar, sind wir bei den Moment, bei den Brüchen müssen wir da, was haben wir da? Hochzahlen. Da geht es in der zweiten Klasse um Multiplikation und Division von Brüchen. Das ist auch wieder so eine ähnliche interaktive Lektion, wo es dann einfach darum geht, da haben wir einfach die Multiplikation von Brüchen einfach symbolisiert durch so Zahnräder. Und da sind so Videos drinnen, wo Sie dann im Prinzip, sage ich mal, diese Videos da anschauen. Ich kann das einmal kurz abspielen da. Geht es einfach darum, dass Sie einfach dann mitzählen, wie oft wird vorne gedreht, wie oft dreht sich der Winkel hinten und einfach diese Aktionen. Also solche Art von Lektionen sind da einfach drinnen. Ja? Das ist einmal, also ich habe jetzt gehabt die Hintergrundinformationen, die da drinnen sind. Das sind einfach statische Sachen, die man einfach man sich überlegen kann, ob man sie macht oder nicht macht. Dann gibt es jetzt so interaktive Lektionen, wo man sich auch überlegen kann. Also jeder Lehrer entscheidet für sich, ob ich das verwenden will oder nicht. Und dann gibt man es eben frei oder lässt es eben so. Und das Dritte, was jetzt hier immer wieder ist, das ist dieses Symbol da mit diesem Häkchen. Das ist sozusagen die Aktivität, heißt Test. Und die unterteilt sich bei mir in, ich nenne es zum einen Übungen. Und zum anderen sind dann das, die sogenannten Checks. Ja. Und das ist der eigentliche Mehrwert jetzt von diesen Vorlagenkursen, weil wir haben hier eigentlich jetzt mittlerweile den gesamten Unterstufenstoff in so Übungen abgebildet und auch in Checks abgebildet. Ja. Ich gehe da jetzt ein bisschen weiter da in die
Was haben wir da Prozent rechnen, wollte ich da jetzt eigentlich mal schauen, wo das ist. Prozentrechnen, das ist so eine typische Übung zum Prozentrechnen. Und die Sache ist die, also ich bin ja da beteiligt an der Produzierung von sogenannten zufallsgenerierten Aufgaben. Ja? Das heißt, diese Aufgaben, ich habe da jetzt schon eine Aufgabe gemacht, damit ich jetzt das nicht da durchgehen muss und selber rechnen muss. Ja? Das ist jetzt eine einfache Aufgabe zum Prozentrechnen. Ja? Da sind einfach 7 so Aufgaben zusammengestellt. Ja? Und das ist einfach ein Vorschlag von meiner Seite, wie man das jetzt dann üben kann. Da habe ich jetzt 2 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Prozentrechnen 1 sind eher die Grundaufgaben zum Prozentrechnen in der 2. Klasse. Prozentrechnen 2 sind dann eher schon ein bisschen die fortgeschrittenen Aufgaben zum Prozentrechnen. Und es ist so eine Aufgabe hier, relativ einfach, 50% von 270 Kilogramm sind, und dann ist das einzugeben. Ja. Der Punkt ist der, wenn ein Schüler diesen Test dann noch ein zweites Mal macht, dann ist das nächste Mal steht da nicht 50% von 270, sondern diese Zahlen sind zufallsgeneriert. Ja. Das heißt, wenn er dieselbe Aufgabe hier zieht, dann ist es das nächste Mal so, dass da einfach ganz andere Zahlen dann vorkommen. Also in dem Fall eher einfach. Oder einfach da solche einfachen Sachen, wie dass ich 0,34 in Prozentschreibweise angebe. Also wirklich einfache Sachen, wo der 10% von 817 Quadratmeter oder so. Also das sind jetzt wirklich Zufallszahlen. Da haben wir 69% von 600. Das ist da einfach auszurechnen und einzugeben. Ja? Okay, also das sind wirklich eher einfache Aufgaben, die da gemacht werden. Und ich gehe jetzt dann da zurück und die nächste Stufe, Prozentrechnen 2, weil da habe ich jetzt einfach alles falsch gemacht. Ja. Sie sehen, da ist schon ein bisschen andere Aufgabenstellung. 176 Kilogramm sind 4%, 100% entsprechen. Das ist hier anzugeben. Und wenn der Schüler, die Schülerin das falsch macht, dann gibt es dann hier eine Rückmeldung, die jetzt bei den neueren Aufgaben, die wir erstellen, ein gewisser Hinweis ist, wie ich da zur Lösung komme. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin kriegt da jedes Mal, wenn er diese Übung macht, grundsätzlich andere Aufgaben. Wenn er dieselbe Aufgabe zieht, kriegt er auch andere Zahlen dann dazu. Und das wird dann ausgewertet und er kriegt dann hier quasi eine Auswertung, wie er das rechnen kann, wie er da auf die Lösung kommen kann. Man sieht hier, ich habe jetzt überall hier 1 eingegeben, um einfach klar zu machen, das sind Sachen, wo Schüler und Schülerinnen das selber durchschauen können und sich überlegen können, was sie da falsch gemacht haben, was da richtig ist. Ja. Okay, wir haben dann hier auch dann solche Aufgaben. Ich gehe da jetzt in die Geometrie. Das sind Aufgaben, die sich jetzt gerade in Zeiten des Lockdowns, in Zeiten der Pandemie einfach sehr bewährt haben, weil da geht es jetzt um Konstruktionsaufgaben. Ja. Das heißt, wir haben da so Aufgaben entwickelt, wo es darum geht, ich gehe da jetzt einfach in die letzte Vorschau hinein. Das ist eine Aufgabe, wo es jetzt so ist, Sie haben eine Seite und Sie haben eine weitere Seite und einen Winkel und müssen jetzt hier das Dreieck konstruieren. Der Punkt ist der, das nächste Mal, wenn ich diese Aufgabe aufmache, kriege ich ganz andere Angaben. Also ich kriege immer eine Seite AB, die da irgendwo liegt. Ja. Ich kriege Angaben zur Seite B und Angaben zu einem Winkel Alpha. Ja. Und Schüler und Schülerinnen gehen jetzt einfach her und machen nichts anderes, als dass sie mit Hilfe von GeoGebra, ich tue das jetzt da irgendwie,
konstruieren Sie da hier einfach ein Dreieck. Das müssen Sie jetzt natürlich mit den Bordmitteln von Georg Eber machen. Ich habe jetzt einfach irgendein Dreieck da konstruiert. Das müssen Sie konstruieren, können das schön konstruieren, können dann in der Regel das ausblenden, diese Hilfskonstruktionen, und müssen dann hier beispielsweise eingeben die Koordinaten vom Punkt C. Ich gebe da jetzt auch irgendetwas ein. Ja. Und der Punkt ist einfach der, Sie kriegen dann automatisiert eine Rückmeldung, ob das passt oder nicht passt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Versuch abschließen gehe und auf Abgabe gehe, dann sollte das jetzt dann, das dauert etwas, jetzt haben wir es da, ja. Okay. Und dann kriege ich jetzt hier quasi meine Konstruktion und ich kriege eingeblendet die richtige Lösung. Ja? Und ich kriege dann hier auch die Rückmeldung, falsch überprüfe in der Zeichnung deine Eingabe mit der Musterlösung grün, richtig wäre für C die Koordinaten 0 und 7 einzufügen. Ja? Okay, also das ist jetzt einmal, sind jetzt einmal nur so exemplarische Beispiele. Ich muss jetzt schauen, weil ich habe jetzt fast keine Zeit mehr für diese Übungen da. Was ich da in der Unterstufe auch habe, ist dann ein sogenanntes Feedback, das ich da einblenden kann. Das heißt, zu jedem Thema lasse ich dann Schüler und Schülerinnen da ein Feedback machen. Ich zeige das jetzt nur ganz kurz her. Das kann ich jetzt machen oder auch nicht. Jetzt bin ich da falsch gewesen. Ich wollte die Vorschau eigentlich einblenden. Vorschau. Genau. Da gibt der Schüler einfach ein, ich kann Teiler und Vielfache und einer natürlichen Zahl bestimmen, ob ich es jetzt sicher kann, ob ich noch üben muss oder ob ich noch Hilfe brauche und so weiter. Ja. Ich kriege dann quasi in Eduvidual dann da eine Rückmeldung und in der Regel mache ich das so, dass ich dann nach diesem Feedback lasse ich dann einen Check machen von den Schülern und Schülerinnen, den können sie nur einmal machen, den mache ich unter Aufsicht, ja. Um einfach zu überprüfen, ob sie das, was sie dann vorher geübt haben bei diesen Übungen, ob sie das jetzt können oder ob es da noch Probleme gibt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass einige Schüler und Schülerinnen ja da oft mit Nachhilfelehrer arbeiten und dann kann ich das ein bisschen einfach klären, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Okay. Zum Abschluss noch, es ist dann so, es sind dann, wenn ich da jetzt auf die Bewertungen hineingehe und ich gehe mal da auf die Einstellungen. Das heißt, hier sieht man jetzt, es ist ein eigenes Bewertungssystem hinterlegt. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier in Mathematik zweite Klasse, habe ich das große Kapitel Übungen. Das hat bei mir ein Gewicht von 2 und ich habe unten die Checks und die haben ein Gewicht von 3. Ja? Das sind Sachen, die kann ich, wenn ich dann ein bisschen fortgeschritten bin mit Eduvidual, kann ich das für mich einfach besser einstellen. Ja? Und es ist dann so, in den 4 Bereichen, dann habe ich dann zum Beispiel, die Statistik ist in der zweiten Klasse nicht so wichtig, da habe ich ein Gewicht von 1, die Algebra ein Gewicht von 1 und dafür die Geometrie 3 und auch die Arithmetik 3. Ja. Und dann sind jetzt hier drinnen quasi die Übungen, die Schüler und Schülerinnen dann machen, wenn ich sie freigebe. Ja. Das ist auch so eingestellt, das wird nur gewertet, wenn ich es freigebe. Ja. Und ich habe dann die Möglichkeit, dass ich dann einfach im Prinzip da in den Bewertungen, da sehe ich dann im Prinzip zu jedem Schüler, sehe ich dann hier, also wenn da jetzt Schüler eingeschrieben werden, würde ich jetzt da einfach die Bepunktung sehen. Das ist auch noch so hinterlegt, es ist einfach so vordefiniert, dass sie da 60% Punkten müssen sie schaffen, dann sind sie positiv und ja, sie kriegen dann einfach eine Rückmeldung und jeder Schüler, jede Schülerin kann dann einfach selber nachschauen, welche Übungen er da jetzt gut gemacht hat. Also das ist wie ein Schüler das sieht. Er sieht dann einfach Übungsteilbarkeitsregeln und dann stehen da normalerweise dann da die Punkte da oder die Prozent, ich habe es meistens in Prozentangaben, dass er in Prozentangaben das sieht, was er da jetzt gemacht hat. Und ja,
Okay. Ja, ich glaube, wir sind eh schon, bin eh schon in der Zeit schon fertig. Also der Punkt ist einfach der, dass im Prinzip jeder Lehrer, der ein Individual-Account hat und der kann sich so einen Vorlagenkurs einfach hereinziehen und kann für sich selber bestimmen, was er davon verwendet und was er nicht davon verwendet. Es ist eigentlich gedacht als Hilfestellung für Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich kenne mich da nicht aus, dass ich da eine gewisse Vorschlag mache, eine Vorlage mache, die man verwenden kann. Diese Vorlagenkurse, die ich da hier habe, der Robert hat mir da dankenswerterweise da ein Schreibrecht darauf gegeben. Das heißt, ich arbeite eigentlich ständig daran, dass ich diese Vorlagenkurse etwas verbessere. Das heißt, manchmal kriege ich Rückmeldungen, dass irgendwas nicht passt oder so. Dann verändere ich das und korrigiere das. Und manchmal ergänze ich dann auch Sachen noch. Also das ist eine Sache, wo ich mir denke, wenn man das jetzt ein paar Jahre noch weiterentwickelt, dann kriege ich damit eigentlich einen vollständigen Ersatz für ein Lehrbuch, ja? Weil dann habe ich einfach alles mit dabei. Ja? Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe wieder zurück an die Moderation. Danke. Sehr herzlichen Dank. Dankeschön. Wir haben jetzt nur kurz Zeit, um Fragen zu klären, wenn es welche gäbe. Gibt es Fragen? Ich glaube, die Fragen müssten in den Chat gestellt werden, oder? Weil Genau. man kann sonst nicht das Mikrofon freischalten. Genau, das habe ich eh am Anfang von Ihrem Vortrag in den Chat gepostet, aber Ja. bis jetzt ist noch nichts gekommen. Und ich glaube, somit, Kim. Ah ja, danke. Genau, ein Danke schon und ein Schade. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir beschließen den ersten Vortrag und herzlichen Dank nochmal. Bitte sehr gern. Hallo alle.